Cyril und ich werden im Norden nach Anduin suchen, aber wir benötigen Vorräte für diese Reise. Im See hier wimmelt es von Tieren, die wir jagen dürfen. Sammeln einige Vorräte, während Cyril und ich die letzten Vorbereitungen treffen. Macht es gut. Sprecht mit. Bitte lasst uns euch unsere Freundschaft beweisen. Wir haben nichts Böses im Sinn. Die Sicherheit des Stammes ist für mich wie vorrangig. Bin ich deshalb vielleicht übervorsichtig? Okay. Oh, das ist ein Blutbund. Je stärker unsere Verteidigung sind, desto größer ist unsere Überlebenschancen. Doch das sollte jemandem wie euch klar sein. Meine Freunde und ich kommen in friedlicher Absicht. Ah. Oh. Interessanter Smog. Let's just say that. Gilde. Beiden Oregon. Welcher Fluss hat euch hierher geführt? Hier macht ihr einen guten Fang. Na Gott sei Dank, ich noch mal nachgeschaut. Geht mit den Wassern. Ich habe die schönsten Schmuckstücke im ganzen Land. Ah ja, wir müssen von außerhalb stammen. Treuerweise stehe ich zur Herd Kriegswaffen her. Vor gar nicht so langer Zeit habe ich noch Instrumente für Gebete und für Fähigkeiten gehört. Die fordert uns von uns allen Tributen. Ah, es ist aber. So, und jetzt müssen wir mit dem Ältesten sprechen, der wahrscheinlich da drin ist, ne? Die haben aber schöne Waffen, ganz ehrlich. Hört dem Fluss zu. Wo ist denn der, dass du jetzt so? Schaut euch um. Seht ihr die Wasser? Seht, wie das Wasser Leben bringt? Wir sind dankbar für diese Segnung und wir sind stolz auf unser Volk. Ich komme von der Allianz. Wir möchten Verbündete sein, keine Freunde. Sagt mir, habt ihr jemals einen Stein in einen wildstillen stehenden Wasser geworfen? Jede Bewegung erzeugt eine kleine Welle. Das Erweisen eines kleinen Freundschaftsdienstes. Ich denke, ich werde eure Anfrage überdenken. So, und jetzt müssen wir Schildkröten flanken. Oh, Junge. Oh, Junge, Junge.
stimmt. Ich glaube, sein Name ist Perseus. So, dann bringen wir unseren Leder, Querschmann noch auch ein bisschen höher. Wäre es möglich, mir Fleisch zu geben von dir? Hat geklappt. Perfekt. Was ist das? Fliegende Wahl? Das ist viel größer als die Ballons der Pandaren. Gehört es zu den Fremden? Ah, unser Flugschiff. Anscheinend haben wir einen guten Eindruck gemacht. Ich bin beeindruckt, Hydra. Ich zähle auf euch. Nur mal mit Diplomatie getan, was ihr könnt. Jetzt können wir uns auf die Perlflosse nur noch durch unsere Taten erwiesen. Die ganze Zeit ist knapp. Mit jeder Stunde, die wir verlieren, kann der weiße Bau weiter weg sein. Wo sind die Vorräte, um die ich gebeten habe? Macht es gut. Es dürfte genug sein, Hydra. Zurück auf euren Posten. Admiral, es freut mich, dass euch nichts passiert ist. Danke, Catherine. Gut, dass ihr hier seid. Mit voller Trägerunterstützung können wir nach Norden. Ich fürchte, dass ihr ohne uns vorstoßen müsst. Was? Ich wurde zurück zum Flottenverband beordert, um Trägerunterstützung zu leisten. Die Hauptstreitmacht der Allianzmarine wird in 2 Monaten eintreffen. Und was soll ich bis dahin machen? Ich habe keine Leute. Wir wissen weder, wo die Horde ist, noch wie viele es sind. Stellt euch nicht so an, Taylor. Ich überlasse euch die Offiziere des SI-7. Ich rate zu einer Aufklärungsmission. 2 Monate, bis die Hauptstreitmacht kommt. Vielleicht könnt ihr einige der Einheimischen rekrutieren. Ich überlasse die Situation hier euren fähigen Händen. Ja, Admiralin. Gute Reise. Improvisiert. Nachtwind, sucht mit euren Männern landeinwärts nach Anzeichen der Horde. Und findet Prinz Anduin. Wenn es eine Spur von Anduin gibt, werden wir sie finden. Wartet. Auch wenn wir keine Freunde sind, solltet ihr nicht allein fremdes Territorium betreten. Mein kleiner Bruder wird euch begleiten. Ihr wollt mich? Bitte bringt ihn sicher zurück. Er ist jung, aber findig. Er kann euch helfen, euren Weg zu finden.